Ende März offenbarte Prinzessin Kate, 42, in einem bewegenden Video, dass sie sich einer präventiven Chemotherapie unterziehen muss, wodurch sie ihre öffentlichen Auftritte vorerst pausieren muss. Trotzdem zeigt sich, dass sie hinter den Kulissen weiter aktiv ist und ihre Projekte vorantreibt. Ein bemerkenswertes Beispiel für ihr fortlaufendes Engagement ist die kürzlich im Mai veröffentlichte Studie ihrer Stiftung, der Business Task Force for Early Childhood. Diese Arbeit zeigt auf, dass das Vereinigte Königreich durch die Umsetzung der Empfehlungen wirtschaftliche Vorteile in Höhe von 45,5 Milliarden Pfund, ca. 53,4 Milliarden Euro, erzielen könnte. Die Studie hebt hervor, dass Kate eine treibende Kraft hinter diesem Projekt war. Der Kensington-Palast stellte jedoch klar, dass Kates Mitarbeit an der Studie nicht als Zeichen ihrer baldigen Rückkehr zu öffentlichen Aufgaben zu interpretieren sei. Sie wurde während des gesamten Prozesses über die Entwicklungen informiert, aber ihre Rückkehr hängt davon ab, wann ihre Ärzte grünes Licht geben. Ihr letzter öffentlicher Auftritt war im Dezember des Vorjahres, als sie gemeinsam mit der königlichen Familie den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham besuchte. Prinzessin Kate engagiert sich seit Jahren intensiv für die frühkindliche Entwicklung. Im Januar des Vorjahres startete sie ihre Kampagne Shopping US, die darauf abzielt, die ersten 5 Lebensjahre eines Kindes möglichst positiv zu gestalten. Diese Initiative bezeichnet sie als ihr Lebenswerk. Bereits 2021 gründete sie das Zentrum für frühkindliche Entwicklung, das Teil der Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales ist. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen bleibt Prinzessin Kate eine unermüdliche Befürworterin ihrer Herzensprojekte. Ihre fortlaufende Arbeit hinter den Kulissen zeigt ihre tiefe Hingabe und ihren Einsatz für die frühkindliche Entwicklung, selbst während ihrer Chemotherapie. Royal-Fans weltweit hoffen, dass sie bald wieder voll in ihre Rolle zurückkehren kann. Doch bis dahin bleibt sie eine inspirierende Figur, die sich weiterhin für das Wohl der Kinder einsetzt. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.